Kaffee. Vielen Dank für alle, die sich gestern das Video angeschaut haben und sich danach bei mir gemeldet haben. Ich habe richtig viele coole Ideen per Mail und über Instagram und alles bekommen, was für coole Sprüche ich auf den Kite-Buddy-Karton raufdrucken lassen könnte. Und es waren ein paar richtig coole Ideen dabei. Eine kann ich mal kurz verraten. Und zwar kann man auch die Kartons von innen bedrucken lassen. Und cool ist, wenn man oben raufschreibt, also eine kleine Wellenform, Flut. Und wenn man unten seine Sachen ausgepackt hat, ist unten im Karton eine kleine Welle, wo dann steht Ebbe. Solche Sachen sind halt wirklich, das sind Details, die finde ich so geil. Und umso mehr Ideen ich von euch bekomme, umso mehr realisiere ich, dass das Ganze ein größeres Projekt werden könnte, als mal eben so eine kleine Wochenendtätigkeit. Und ich habe auch richtig Bock drauf. Also, falls ihr noch Ideen habt, schreibt gerne eine E-Mail an community@kite-buddy.de. Wir gehen jetzt kurz in den Kite-Shop. Ich schnapp mir mein neues Material und dann machen wir uns auf den Weg zum Kite-Spot nach Bremen. Wir haben 15 bis 19 Knoten, den ganzen neuen Dice-Kite dabei, wo es ein paar Produktänderungen tatsächlich gibt, die ich euch wahrscheinlich jetzt gleich mal kurz am Strand zeigen werde. Und dann gehen wir auch raus aus Wasser und testen den Kite zum ersten Mal. Ich habe mich dazu entschieden, heute nicht nur den Dice zu testen, sondern auch die Clickbar von Duoton. Und zwar das aus einem ganz guten Grund. Und zwar habe ich bemerkt, dass bei den GKA die ganzen Profis in der Welle die Clickbar benutzen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Grund Nummer 1 ist, dass die Bar, dadurch, dass der Adjuster in den Barholm eingebaut wurde und man da über das Klicksystem, also über das Drehen am Ende des Barholms, die D-Power des Kites verstellen kann, ist die komplette Bar deutlich aufgeräumter, was ein Vorteil in der Welle ist. Ein ganz, ganz großer Vorteil, den ich sehe, ist, dass man mit der Clickbar viel mehr D-Power kann. Also man kann den Barholm viel weiter nach oben schieben. Das sind so die Gründe, warum ich glaube, dass die Bar in der Welle ganz gut funktioniert. Plus, und jetzt kommt es, man kann die Leinenlänge verstellen. Ich fliege alle meine Kites in der Regel mit 20 Meter Leinen, auch wenn ich Core-Kites fliege. Und was die Clickbar so besonders macht, also ich finde dieses Klicksystem, fand ich vor 3 Jahren, als es rausgekommen ist, war ich davon nicht so angetan. Das würde ich heute gerne nochmal ausprobieren. Jetzt kite ich ja auch ganz anders als noch vor 3 Jahren, deswegen will ich dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance geben. Was aber so richtig besonders an der Clickbar ist, es ist die einzige Bar, oder es ist die einzige Bar, die ich kenne, die ihr wirklich an jeden Kite, egal was für eine Marke es ist, anknüpfen könnt. Und zwar, selbst wenn ihr eine andere Bar anknüpfen könnt, ja, weil die Pigtails passen, heißt das nicht, dass ihr die Bar mit dem Kite benutzen könnt, weil das Y bzw. das V, also der Bereich, wo sich die Frontline, wo die Frontline auseinandergehen, der ist bei vielen Marken unterschiedlich hoch. Bei der Core Bar ist das ziemlich weit oben, bei der Trust Bar ist es relativ mittig und bei der Slingshot, Fly Surfer, Ozone Bar, glaube ich auch, ist das V sehr weit unten und die Elevate Bar. Das ist der Grund, warum ihr nicht einfach eine Bar von einem anderen Hersteller an euren Kite anknüpfen könnt, weil oftmals das Y oder V auf einer unterschiedlichen Höhe angebracht wurde. Bei der Clickbar gibt es die Möglichkeit, die Höhe des Y oder des Vs zu verstellen. Und das macht die Bar so besonders tatsächlich. Wie gesagt, über das Klicksystem, Profis angeblich, die benutzen das. Ich werde es gleich mal ausprobieren, ob ich damit zurechtkomme. Mal sehen, ich bin gespannt.
hier auf dem Wasser erklären. Also, was ich gerade eben im Auto angesprochen habe, wir haben einen sehr weiten Deep-Power-Weg. Also da, wenn ich die Bahn nach oben lasse, haben wir einen richtig weiten Weg, wo der Kite dann richtig schön auswehen kann. Für wen? Für alle, für die das zu weit ist, gerade so Frauen mit kurzen Armen, ist hier oben so ein Stopper eingebaut. Diesen Stopper kann ich nach unten ziehen und dann blockiert die Bar. Ist für bestimmte One-Off-Tricks von Vorteil und wie gesagt auch für alle, die irgendwie kurze Arme haben. Die können das nutzen, damit die Bar nicht ganz weit nach oben geht. Jetzt, das Wesentliche, das ist das, was immer beworben wird, ist das Klicksystem. Normalerweise depowert man ja hier oben über diesen Depower-Tampen. Da ist ja so eine kleine Leine, an der kann man ziehen und dann depowert man den Kite. Das Ding ist, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das ist ein richtig aufgeräumtes System, weil die komplette Depower-Funktion in den Barholm eingebaut wurde. Depowern kann man ganz gut hier am Barholm oben erkennen. Das ist Depower, das ist Power. Und indem wir hier den Knopf an der Seite betätigen, depowern wir den Kite. Wenn wir ihn anpowern wollen, dann müssen wir hier dran, Moment, dann müssen wir hier dran drehen. Also ich depower jetzt mal, schaut mal, ich drücke nur den Knopf und dann achtet mal, hier auf diesen Streifen darüber geht und dann wird der Kite gedepowert. Also ich drücke jetzt einmal, jetzt erkennt ihr das. Und ich kann gedrückt halten. So, und wenn ich jetzt den Kite wieder anpowern möchte, muss ich rechts an dem Hebel drehen, der eingebaut wurde. So, jetzt drehen wir hier dran. Da reicht auch nicht viel Kraft für. So. Jetzt ist der Kite komplett angepowert. So viel mal ganz kurz zur Klickbar für alle, die das System noch nie gesehen haben. Wir holen jetzt mal das Board zurück und fahren mal ein bisschen. Wir sind durch mit dem Kiten. Ich habe noch nicht mal eine Hose an. Mega geiles Gefühl, jetzt zur Arbeit fahren zu können. Wir machen heute tatsächlich Folgendes. Und zwar teilen wir uns heute das Kiten ein bisschen auf. Also ich bin jetzt vor Hochwasser rausgegangen, fahre jetzt in den Laden und dann kommt Lea hierher, dann macht sie Pause, geht kiten. Und dann gegen 15 Uhr sind wir dann beide wieder zurück im Laden. So haben wir uns heute den Tag versucht ein bisschen aufzuteilen, damit jeder tagsüber kiten gehen kann. Wir haben Sonnenschein, der Wind hat jetzt tatsächlich noch ganz gut zugenommen und ich musste leider vom Wasser runter, weil ich auch ein bisschen was zu tun habe. Ich fahre jetzt kurz zum Laden, trinke einen Kaffee und dann spreche mal über die Session heute hier. Ich bin wirklich positiv überrascht von dem Ganzen. Also die Einheit heute auf dem Wasser hat richtig viel Spaß gemacht. Das komplette Material, was ich benutzt habe, war für mich ziemlich neu. Also die Klickbar kannte ich schon, aber vor 3 Jahren war ich noch nicht so am Kiten, wie ich es heute bin, noch nicht mit dem Directional Board. Für mich wird die Klickbar, glaube ich, langfristig in der Welle durchaus Sinn machen. Dieses aufgeräumte Design finde ich gut. Die Depower-Funktion funktioniert, aber ich bin eher so, dass, also Depower ist mir eigentlich egal, weil ich in der Regel, und das ist nicht, weil ich ein harter Typ bin oder sowas, sondern das ist, ich finde, ein gedepowerter Kite fliegt sich wie ein kaputter Kite. Und deswegen, wenn ich merke, dass der Wind zunimmt, dann bremse ich den Kite über mein Board aus oder kontrolliere das eher über die Kite-Steuerung, als dass ich depowern würde. Ich glaube aber, dass die Bar für mich in der Welle einige Vorteile bringen wird. Das eine ist das aufgeräumte Design und das andere ist, dass ich die Bar sehr weit nach oben schieben kann, so weit, dass ich die kaum greifen kann, habe ich 2 Mal heute festgestellt und so den Kite richtig totstellen kann, wenn ich in der Welle bin. Wie das in der Welle dann in der Praxis funktioniert, werden wir dann feststellen. An sich finde ich den Ansatz aber ganz gut gemacht. Für mich, der ja auch immer wieder andere Kites im Auto hat, macht die Klickbar auch Sinn, weil ich da wirklich jeden Kite dran anknüpfen kann. Ist ein weiteres Argument, diese Bar tatsächlich längerfristig in meinem Fahrzeug aufzubewahren. Die Power-Funktion werde ich davon wahrscheinlich gar nicht nutzen. Das, was heute am spannendsten gewesen ist, war der Dice Kite. Der Dice ist gegenüber dem Vorgänger, kann man sagen, neu konstruiert worden. Dadurch, dass das Bridle-System mit den Umlenkrollen weggelassen wurde und man jetzt eine direkte Anknüpfung hat, verlieren Kites in der Regel an Komfort und werden anfälliger für Böen. Wir hatten jetzt nicht so den böigen Wind, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen, aber so das bisschen, was ich mitbekommen habe, war bisher positiv.
Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass der Kite sehr vielen Leuten Spaß machen wird und mehr Leuten Spaß machen wird, als nur dieses kleine Kundenprofil an Fahrern, die ausgehakte Sprünge machen. Für mich auf den Directional Boards die kleinen Turns, die ich im flachen Wasser machen konnte und auch wie ich auf den Kite zugefahren bin, wie der Kite dann reagiert hat, war wirklich positiv und der Kite lässt sich definitiv intuitiv fliegen. Von daher an dieser Stelle, ja, beide Daumen nach oben. An der Abströmkante gibt es auch nochmal eine Änderung am Tuch. Soll auch verhindern, dass das Tuch so doll flattert. Das muss ich auch nochmal weiter testen. Mir ist heute nichts Negatives aufgefallen, aber bei der ersten Testfahrt fallen einem noch nicht so viele Sachen auf. Deswegen, ich werde den Kite definitiv weiter testen. Ich habe da echt Spaß dran. Ich habe mir das halt tatsächlich gegönnt. Ich wusste nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Und da habe ich mir gedacht, ich habe mir 3 Stück davon geholt. 7, 9 und 12. Sören hat, glaube ich, 6, 8 und 10 genommen. Und wir haben das so gemacht, dass jede Größe eine andere Farbe genommen hat. Das bedeutet, ich habe alle 3 Farben für mich gekauft. Heute war ich, glaube ich, mit dem Blauen draußen. Nee, mit dem Mintfarbenen war ich heute draußen. Bei dem Board war ich total positiv darüber überrascht, wie viel Grip ich auf dem Pad hatte, weil ich kannte die Pads zuvor nur vom Verkaufen hier und habe die selber nie benutzt. Und in der Regel sind die Pads, die man auf so ein Surfboard aufklebt, ziemlich, die Waben, die da drauf sind, diese Rautenmuster, die sind recht hoch und weich und man kann sich ja schon ganz gut dran festkrallen. Und ich habe nicht gedacht, dass die Pads von Duotone so gut funktionieren und so viel Halt bieten. Und ich habe auch tatsächlich, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, das Gefühl, dass die deutlich schneller trocknen als diese dicken, also dass sie sich nicht so vollsaugen. Das war wirklich eine Überraschung, weil ich am Anfang tatsächlich aus Designgründen am Überlegen war, ob ich das Board nicht wachse. Ich habe jetzt meine beiden neuen Directional Boards mit diesen Pads beklebt. Ich wollte Wachs drauf machen, weil ich die Bretter so schick finde und die sehen so geil aus, dass ich dachte, ich versau das Design, wenn ich die Pads draufklebe und so ein bisschen habe ich es dadurch auch versaut, aber es ist okay. Ich kann damit leben. Ich kann einfach nicht, die Vorstellung, Wachs zu benutzen, stresst mich ein bisschen. Ich habe das in einem Auto, das können gegebenenfalls einfach, eine Zeit lang riecht es ganz angenehm, aber irgendwann nervt einen vielleicht auch dieser Surf-Wachs-Geruch im Auto. Glaubt man zwar nicht, aber kann tatsächlich so sein. Deswegen habe ich das weggelassen und weil ich einfach auch im Kapstadt gemerkt habe, wie oft ich irgendwie mein Brett neu wachsen musste, weil das in der Sonne lag, geschmolzen ist, da kam Sand da drüber, da hatte ich den ganzen Sand im Wachs drin und alles. Und da habe ich gedacht, oh, wie praktisch ist es, wenn man einfach solche Pads auf sein Surfbrett draufklebt. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht werde ich irgendwann mit dem Wachsen anfangen. Auf dem Wasser macht das durchaus Sinn und ist schon geiler, aber ja, mein Gott. Es hat auf jeden Fall gut funktioniert, ich habe einen guten Halt mit den neuen Pads gehabt, es hat super funktioniert. Okay, so viel zu dem heutigen Setup und vielleicht kommt morgen das nächste Video.